das sieht jetzt so schön aus hier. Also endlich ist was passiert. Die Baufirma hat richtig gute Arbeit geleistet. Es gibt bloß einen negativen Punkt. Ja, die Polizeiwache, das kleine Gerätehaus, musste leider abgerissen werden. So, jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen, was ich da jetzt für ein neues Gebäude hinstellen kann. Ja, und damit willkommen zu einer brandneuen Folge Waldleben hier im LS22. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ja, und heute wird es sehr interessant. Ich fange jetzt am besten mal an, euch so ein bisschen was hier zu zeigen, was jetzt alles passiert ist. Ja, das letzte Video ist ja noch nicht lange her und da hatte ich ja eine Frage an euch. Ja, und die lautete, was für Fahrzeuge möchtet ihr in der Feuerwache hier sehen, in der Hauptfeuerwehr? Und ja, das sind jetzt erstmal die Fahrzeuge, die hier drin stehen werden. Wenn ihr was habt, was geändert haben möchtet, dann einfach gerne kommentieren. Und ansonsten lasst mir doch schon mal vorab gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Projekt Waldleben im LS22 eigentlich gefällt. So, gut, ansonsten ist alles beim Alten hier in der Feuerwehr, hier ist alles gut. Wie gesagt, um die Polizei muss ich mich kümmern, da muss auf jeden Fall was hingebaut werden. Also entweder so eine kleine Polizeiwache, eine größere, das kommt halt drauf an, ja, wie viele Leute da arbeiten und so weiter und ob der Platz auch reicht. Also vom Platz her müsste es gehen, das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. So, ansonsten haben wir, oh, wir haben einen Einsatz. Was ist das für ein Einsatz? Was, unbekanntes Gerät? Warte mal kurz. Unbekanntes Gerät in der Nähe von 23. Also Gegend 23 nenne ich das ja hier. Die Pol ist schon vor Ort, hat das unbekannte Objekt gefunden. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich habe was Neues für euch hier, was ich euch gerne zeigen möchte. Also nicht für euch, sondern ein Fahrzeug, was umgebaut wurde von den LS-Zockers. Das ist ein mobiler Feuerwehrkran. In der letzten Folge war der noch nicht beschriftet mit Feuerwehr und hatte außerdem auch noch kein Blaulicht. Das hat sich jetzt geändert und das ist auch geil, ne? Ich find so eine kleine Details an Fahrzeugen, an Mods richtig stark. Das gefällt mir. Hast du richtig schön gemacht oder ihr, je nachdem, wer an dem Fahrzeug gebaut hat, gefällt mir. So, ja. Also in der Nähe, Gebiet 23, wurde ein unbekanntes Gerät oder Objekt gefunden und die Feuerwehr ist alarmiert, um dieses Gerät ja zu bergen. Ja, ich habe jetzt hier meinen kleinen Aufklärungsbuggy. Mit dem werde ich jetzt erstmal hinfahren, um mir das mal anzugucken, wenn ich weiß, wie ich da hinkomme. Also wie es aussieht, ist das mitten im Wald und das ist überhaupt nicht gut. Ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin jetzt gleich wieder da. Jetzt erstmal die Einsatzfahrt. So, ich bin jetzt schon wieder da. Denn ich habe mir das nämlich schon gedacht. Also es ist wirklich so, dass wir hier diesen Weg runterfahren müssen. Da kommt meines Wissens so eine Art Brücke. Könnte sein auch, dass die Polizei da unten steht. Ich frage mich bloß, wie die da runtergekommen sind. Für die Kollegen, ja, das muss ich machen, bevor ich jetzt runterfahre. Die suchen sich einen Wolf hier und dann finden sie nie die Einsatzstelle. Wir machen das mal so. Wir platzieren uns mal ganz kurz was hin. Also ich muss bei Deko. Ich platziere mal was hin, dass die Kollegen, die jetzt gleich kommen, als nächstes auch Bescheid wissen, dass wir da unten sind. So, dann muss ich jetzt bloß ganz kurz hier mal nach hinten. So. Wo ist der Weg? Achso, ich bin ja so rum. Genau. Hier ist der Weg. Stellen wir einfach da hin, ne? Kennt ihr bestimmt von eurer Feuerwehr. Wenn man zum Beispiel Waldbrände hat. Das ist jetzt in diesem Fall jetzt nicht so. Da seht ihr manchmal, dass die Pylonen so umgekippt sind, ja. Und ja, manche Leute sind halt immer hilfsbereit und stellen die ganz normal wieder hin, aber das sollte man nicht machen, ja. Die liegen da nämlich nicht ohne Grund. Die wurden auch nicht von Wind verweht oder umgefahren oder sonst was. Das Gerät hier, ja, die Pylone zeigt sozusagen die Richtung an,
wo der Einsatzort sich befindet oder wo die Kollegen hinfahren sollen. So, und das machen wir jetzt nämlich auch, legen die Pylone dahin und dann wissen die nachkommenden Fahrzeuge Bescheid, wo wir eigentlich jetzt sind. So, dann werden wir das noch ein bisschen beleuchten. Na ja, gut, die Straße habe ich jetzt dicht gemacht damit, aber da kommt ja sowieso keiner, also das ist alles in Ordnung. So, stellen wir hier noch welche hin, dass man da ungefähr dann Bescheid weiß. Da muss man rechts rein und dann können wir die nächsten Fahrzeuge da runter schicken. Dann gucke ich mir das mal an. Also ich bin gespannt, was jetzt hier abgeht. Also das wird richtig brenzlig, das wird saugefährlich. Hier diesen kleinen Waldweg zu fahren. Aber deshalb haben wir ja auch mehr oder weniger Offroad-Fahrzeuge, ja. Die sind ja extra dafür gemacht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich genau unter dem Strom hier, also unter dem Fluss. Unter der Brücke ist, ja, ein sehr, sehr doller Staudamm, Fluss etc. Und hier müssen wir jetzt hin. Also ich werde nicht mehr. Also wie kann sowas passieren? Was ist denn hier los, ey? Das gibt's doch gar nicht. Also hier ist die Polizei. Die sind anscheinend gut durchgekommen und jetzt gucke ich mir das mal an. Wie kann denn das möglich sein? Das ist ein riesengroßes Fass mit leicht entzündlichen Sachen drin. Auch das ist ein Elektroteil sogar. Da ist sogar Elektrotechnik oben in den Kästen drin. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn so ein großes Teil einfach hier landen? So, das wird aufregend. Das wird sehr, sehr spannend hier. Ich glaube, die Streife muss ich erstmal wegstellen hier. Das geht nicht. Also wir können eigentlich auf die andere Seite von der Brücke, können hier stehen bleiben. Hier kommt ja sowieso keiner mehr durch. Ohne das Auto ja zu versenken natürlich, ne? Das stellen wir jetzt hier hin an die Seite. Und dann können wir hier dicht machen, obwohl hier ist ja sowieso nichts los. Außer Rehe oder Wildschweine oder Füchse. Ja. Dann holen wir jetzt erstmal, ja, die nächsten Fahrzeuge. Das wird jetzt sehr, sehr lustig. Sowas hatte ich jetzt auch noch nicht, aber wisst ihr, was ich meine? Also ich frage mich halt, wie um Himmels Willen kommt denn dieses große Objekt dahin? Also es ist halt ein großes Fass, was da unten drin liegt im Wasser, ja? Das ist die perfekte Aufgabe heute für den nagelneuen Feuerwehrkran, den wir jetzt gleich mit rausholen werden. Aber erstmal die großen Fahrzeuge und danach der Kran, ja? Also erstmal die kleinen Fahrzeuge in diesem Sinne und dann den Kran, sagen wir es mal so. Also ich bin wirklich richtig froh, dass wir auch solche Fahrzeuge haben. Also stellt euch mal vor, wir wären mit so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Stadtfeuerwehrauto hier runtergefahren. Das wäre unmöglich. Also ich glaube, das hätte ich mir nicht getraut. Aber hier mit so einem Unimog ist das eigentlich kein großes Problem. Die sind ja extra dafür gemacht, ne? Oder gebaut worden. So, aber jetzt haben wir natürlich wieder das Problem mit der Einsatzstelle. Also das ist hier wieder verdammt schwierig, sich erstmal hinzustellen. Also ich stelle mich jetzt einfach mal so ein bisschen an den Rand hier, so dass es ungefähr geht und dann können wir erstmal die nächsten Fahrzeuge holen und dann auf jeden Fall den Kran. Also den müssen wir irgendwie, ich gucke mir das gleich mal an, ob wir den auf die Brücke stellen können direkt oder halt ein bisschen davor. Schauen wir gleich mal, so dass die Brücke auf jeden Fall nicht kaputt geht und wir da nicht jetzt einkrachen. Das wäre jetzt nicht so schön. So, außerdem, ja, das LF steht hier, das würde ich jetzt aber nicht mitnehmen unbedingt, das lassen wir mal hier drin stehen. Das kommt jetzt erstmal nicht zum Einsatz. Ich glaube, wir holen uns aus der... Na, Drehleiter bringt auch nichts da. Wir holen uns aus der Wache noch das große Waldbrand
TLF dazu und ja, stellen das dann noch irgendwie da an den Einsatzort. Und dann können wir gleich den Kran dazu holen. Ja, ein Ding, was noch immer fehlt, ist der Rettungsdienst. Der hat das immer noch nicht hergeschafft. Das ist halt ein großes Problem. Ich glaube, den Rettungsdienst werden wir auch aufs Gelände stellen von der Polizei und von der Feuerwehr hier. Da passt es eigentlich am besten hin. Ja. Wir gucken mal, wie wir das am besten machen. So. Eigentlich müssten wir hier gut runterkommen. Ich frage mich bloß, wie wir wieder hochfahren. Ja. Also das ist ja jetzt noch eigentlich einfach, aber stellt mal vor, das regnet. Ich glaube, dann kommen wir da auch nicht mehr hoch. Ich frage mich ja bloß, wie dieses Fass da hingekommen ist. Also das geht ja nicht von heute auf morgen, dass da einfach so ein großes Fass im Wasser liegt. Das geht gar nicht. Oh, der quält sich jetzt hier schon hoch. Ich dachte, das ist extra ein Auto für den Waldbrand. Das Auto quält sich hier hoch, das ist ja Wahnsinn. Kommen wir noch durch hier? Ja, ne? Das passt. Das sollte hinhauen. Also hier muss ja irgendwie ein großer LKW durchgefahren sein, der das dann irgendwie verloren hat. Oder, das war nämlich so, dass das jemand mit Absicht abgeladen hat. Ich weiß es nicht. Die Polizei nimmt auf jeden Fall alles auf. Ich bin gespannt, was da zusammenkommt. So, jetzt aber erstmal als Premiere heute für dieses Video dieser neue Feuerwehrkran. Also der sieht stark aus. Also richtig, richtig cool. An sich die Hauptmod, ja, die ist ja öffentlich zum Download. Hatte ich euch ja im letzten Video auch schon gesagt, glaube ich. Und genau, der Umbau halt nicht. Also hier ist halt Blaulicht drauf, hier ist ein Feuerwehrskin drauf. Rangierabstand hinten, ein Aufkleber. Dann an der Seite steht, bewerbe dich jetzt bei der Feuerwehr. Ja. Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten, nur, ne, dass zum Beispiel auch vorne dieses kleine Schild ist. Ich finde das cool. Ja, das ist cool gemacht, das gefällt mir. Ja, und ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Ein Horn hat das Auto bisher noch nicht, deshalb kann ich jetzt nur mit Blaulicht fahren. Simple IC ist auch nicht mit dabei. Vielleicht kommt das in der nächsten Version. Müssen wir mal gucken. Also ich brauche kein Horn unbedingt, so reicht mir das auch. Jetzt aber halt die Frage. Wie kommen wir da runter und wie können wir das Fass da jetzt bergen? Also das wird jetzt sehr, sehr spannend. So. Ich gebe mir Mühe, ohne mich da irgendwie festzufahren. Aber eigentlich müsste der Kran das schaffen. Also der hat ja eine große Länge, aber der kommt halt durch schmale Gassen ganz einfach durch. Es liegt auch an der Lenkung, die ist einfach praktisch. Er kommt sogar besser runter als alle anderen Fahrzeuge. Müssen wir jetzt bloß gucken, wie wir den hinstellen, wie gesagt. Also, ob die Brücke das mitmacht oder nicht, das sehen wir gleich. Warte mal, wir können ja schon mal Licht anmachen, dass wir ein bisschen mehr sehen. Also, das wird enge. Aber wir können hier noch ein bisschen rum, das geht. Jetzt fast in den Baum drin gefahren, aber der müsste eigentlich so rumpassen. Das klappt. Jetzt fahren wir aber am besten mal nicht auf die Brücke, ohne zu gucken. Jetzt hänge ich doch irgendwo. Ach, da vorne. Ah, verstehe. Da ist so ein Baumstümmel, der noch rausguckt. Genau, wir gucken jetzt erstmal. Wir gucken uns die Brücke an, ob die das aushält, weil von Weitem sieht das Ding auf jeden Fall richtig klapprig aus, aber guck mal. Jetzt bin ich natürlich unten hier, super. Da ist so ein großer Felsen da drunter und der stützt das Ding ab, damit das so auch stehen bleibt und dass man da auch rüberfahren kann. Ich werde es probieren. Gib mir Mühe. Ich weiß bloß nicht, ob die Stützen dann richtig ausfahren. Da müssen wir halt gucken gleich. Also im echten Leben würde ich das auf jeden Fall nicht machen, aber hier müsste das eigentlich funktionieren. So. Na gut, mit den Stützen klappt jetzt nicht so. Die kann man halt wirklich nur in eine Richtung ausklappen. Und das halt auch nicht stoppen. Ne? Das macht er automatisch.
Geht das so? Ja, könnte sein. Nee, aber ich glaube, das klappt nicht. Das kannst du vergessen. Alter. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mit so einem Kran auf so eine Brücke fahren würdet. Das Ding würde da sofort zusammenbrechen. Ey. Das ist aber so eine Holzbrücke. Ich weiß auch nicht, wie alt die schon ist. Sieht jetzt auch nicht mehr so neu aus. Aber mit so einem schweren Kran da rauffahren, ne. So. So können wir den Kran ruhig lassen. Jetzt können wir den ausfahren und ganz schön laut hier, ne? Ist der Nachteil jetzt hier, wenn wir am Wasser sind. Also der steht gut, der Computer sagt, ja, der pendelt aus automatisch. Also eigentlich haben wir jetzt die besten Bedingungen. Also der kann auch wirklich hier in den schwersten Situationen arbeiten. Das ist krass. Hätte ich erst gar nicht gedacht, aber wir ziehen jetzt erstmal das Fass da raus. Und dann können wir uns nochmal den Kran genau angucken. Obwohl, das können wir auch in den nächsten Videos machen. Ja. Also das kommt, kommt drauf an, ob wir den nochmal rausholen müssen oder nicht. Ja, aber das geht, ja. Ohne, dass er sich bewegt, groß. So. Ich fahre den gleich mal ein bisschen hoch. Und dann gucken wir uns mal das Fass genauer an. Also es ist wirklich noch etwas Flüssiges da drinne im Fass. Was leicht entzündlich ist, leicht entflammbar. Ein Leck wurde bisher nicht gefunden. Obwohl Einsatzstichwort lautete ABC-Einsatz. Ob das halt wirklich jetzt bloß so verloren wurde und dann nicht, ich weiß nicht, nicht mitbekommen wurde, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was genau jetzt hier abgeht. Kann jetzt erstmal nur so viel sagen, wir haben erstmal das unbekannte Objekt hier, dieses große Fass, sage ich mal, geborgen. Ne, warte mal. Ich habe gesagt, das ist nicht. Nicht kaputt. Warte mal. Das ist auch das Coole am Kran. Guck mal. Wir können nämlich hier die Krankabine einfach nach oben bewegen, wenn der Ausleger ganz weit nach oben ist, kann man auch die Kabine bewegen. Das sieht dann so aus von außen. So nämlich. Da tröpfelt doch irgendwas raus, oder? Kann nur sein, dass das jetzt bloß das Wasser war. Hier ist ach, das stinkt aber auch abartig. Was ist da drinne? Das muss jetzt erstmal von den Kollegen überprüft werden. Also das ist wirklich so komisch, dass ich das schon wieder gar nicht verstehe. Ich verstehe es einfach wirklich nicht. Die Polizei meinte aber, die gucken sich das jetzt genau an, sichern erstmal alles mögliche, Fingerabdrücke, alles was gefunden werden kann. Und dann wird man hoffentlich herausfinden, wo dieses Teil hingehört. Also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass hier irgendwie ein LKW durchgefahren ist und der das dann zufällig verloren hat, ohne dass er das mitbekommt. Also der würde auch außerdem gar nicht hier durchfahren können. Also, ja. Wenn ihr eine Idee habt, Leute, wie das hier hingekommen ist, dann auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ja, also, ich bin gespannt, was ihr da so für tolle Ideen findet oder habt. Denn es ist erstmal so geplant, dass ich auf diesem Einsatz hier aufbauen möchte. Also ich mache jetzt hier nicht im nächsten Video weiter, nee. Sondern ich mache daraus wieder so eine kleine Story. Ja, das hat auf jeden Fall was mit dem Objekt hier zu tun, was wir heute gesichert haben und geborgen haben, zusammen mit den Rettungskräften der Feuerwehr. Und dann werde ich das in den nächsten Videos fortführen. Ja, und wenn ihr da eine tolle Story habt, wie gesagt, einfach mal kommentieren unter dem Video. Und dann werden wir einfach da weitermachen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr da so für tolle Sachen schreiben werdet. Voraussetzung nur, ihr müsst euch das Video komplett anschauen, ja, also von vorne bis hinten, dass ihr auch Bescheid wisst, um was es geht und was ihr dann sozusagen hier kommentieren könnt. Ich bin gespannt, Leute. Für heute reicht's erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und fand es richtig toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch der Einsatz gefallen hat.
Und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Mal sehen, wann die dann kommt. Von Waldleben. Bis dahin erstmal schönen Tag gewünscht. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin und ciao.